Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play FIFA 16. Karriere, wir sind wieder da und der gute Dusan Tadic möchte mal mit uns sprechen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, woher diese Spekulationen kommen. Ich habe mit niemandem von der Presse gesprochen. Natürlich ist es nicht immer einfach, sich einen Verein zu integrieren, aber ich arbeite hart und die Jungs haben mich bisher so gut aufgenommen. Die Fans scheinen mich auch zu mögen, also gibt es keinen Grund, mich hier nicht irgendwann wohlzufühlen, aber es stimmt, es ist nicht einfach. Geht schon mal um die Integration in die Mannschaft oder so. Keine Ahnung, aber zunächst einmal eine kleine Information an euch alle. Hier, ja, wurde ja schon vermutet, oh, der Tobi hat ja gespoilert. Tobi hat gespoilert, Dortmund wird der neue Trainer, wird die neue Mannschaft. Nein, es steht noch nicht wirklich fest, zu wem wir gehen. Es steht schon so halb fest. Ich habe mir da schon so ein bisschen was ausgedacht, was überlegt, wo ich auch Bock drauf habe. Aber das hier sind keine Spoiler. Ich habe Schalke abgespeichert, ich habe Liverpool abgespeichert, ich habe Dortmund abgespeichert, ich habe Chelsea abgespeichert. Natürlich mache ich das. Ich mache das, damit wir uns am Ende dann einigermaßen eine Mannschaft ausruhen können, weil ich nicht weiß, ob wenn die 5 oder jetzt noch 4 Spiele vorbei sind, die wir noch haben, ob es dann noch die Möglichkeit gibt, wirklich freie Auswahl zu haben. So, deswegen speichere ich mir da verschiedene Speicherungen ab sozusagen. Verschiedene Zeitpunkte in der Saison. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass das schon direkt entschieden ist und dass ich das jetzt gespoilert habe. Vielleicht mache ich auch noch eine Umfrage, ja, aus den Mannschaften, die wir dann da zur Verfügung haben. Ja, also, erstmal ein bisschen cockchillen, bevor man da gleich wieder, Tobi, du Idiot. Ja, und vielleicht einfach mal ein bisschen nachdenken und vor allem auch mal zuhören, was ich so erzähle. Ja, das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, pass auf. Wir spielen 4-3-3 halten. Nee, spielen wir nicht, dann haben wir unseren, können wir nicht spielen, dann haben wir unseren Ding jetzt nicht mehr. Unseren Tiedemanns da im ZOM und den brauchen wir auf jeden Fall. So viel steht fest. Und jetzt, es gibt nur eine Richtung für uns und das ist Offensive. Ja? Gar keine Frage. Bei uns gibt's gar nichts anderes. Nur Offensive. So, pass auf, Embolo, ab auf die Bank mit dir. Der hat mich in den letzten Spielen einfach nur enttäuscht, tatsächlich. Mané ist wieder fit oder was? Nee, ist immer noch nicht fit. Gib mir doch gar nicht. Wir nehmen mal Hertzke statt Ødegaard mit. Hertzke hat immer gute Arbeit geleistet. Da kann man sich nicht beschweren. So, Yoshida hat einen Minus nach unten, okay. Dann auf jeden Fall Van Dijk wieder rein. Und dann switchen wir das einfach mal. Und da ist ein Tar drinne. Probieren wir es mal so. Rodriguez nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Für Bertrand. Okay. Probieren wir es so. Ich hatte das Gefühl gehabt, die Mannschaft hat sich ein bisschen besser gespielt, als wir so gespielt hatten. Es geht gegen Swansea. Und Swansea ist in der Tabelle auf Platz 14. Das sind alles Mannschaften, die wir eigentlich gewinnen müssen. Easy going, aber so, jetzt muss ich die Aufnahme gerade erstmal starten. Ich hoffe, das hat jetzt einigermaßen funktioniert. Was ist das Pock, Pock, Pock mit drin? Ich meine schon. Müsste. Das Pock, Pock, Pock müsste mit drin sein. Ich will es hoffen, weil sonst mache ich aber nochmal eins. Warte. Pock, 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 Pock. So. Einfach nur, falls der Sync nicht mit am Start war. Na komm, starten wir. Starten wir das Spiel. Wie gesagt, falls das Ding aber nicht hier drin war, einfach jetzt nochmal ein Sync. Alter, wie sieht der Spieler denn aus? Ich hab Angst. ich hab Hilfe. So, wir spielen im Liberty Stadium von Simone C. Setay. Wir brauchen dringend 3 Punkte. Jetzt zieht Everton an uns vorbei. Alle anderen auch. Dann gucken wir in die Röhre. Ich meine, ich könnte auch sagen, hey, ist mir egal, wir wechseln den Verein. Aber mein ich nicht. Das meine ich nicht. Ich möchte da schon hier mit erhobenem Hauptes gehen und sagen können, hey, ich habe eine Mannschaft, die eigentlich nicht so gut war, in die Champions League geführt. Oder Europa League. Ja, das ist mir schon wichtig, dass wir so am Ende der Saison reden können. Ah, ja, das ist noch Zukunftsmusik. Müssen erstmal noch ein paar Spiele gewinnen. 2 oder 3 am besten. So, wir haben immer noch die beste Abwehr. Krass. Naja, dann mal auf geht's. Stimmung ist gut. Spielanlage eigentlich auch. Warten wir es mal ab. Taylor. Jonjo Shelvey.
Will man gar kein Tor schießen. So wirklich. Da will man gar kein Tor schießen. Ich könnte mir das den ganzen Tag anhören. Das hört sich so mega an einfach. Aber es geht nichts über die Fans von Crystal Palace. Die sind der Hammer. Da dürfen wir gleich auch noch, also da dürfen wir, das heißt gleich, für mich gleich, für euch. Leider erst irgendwann. Was heißt irgendwann? Ein paar Tagen. Spätestens am Freitag. Dürfen wir auch noch hin. Zu Crystal Palace. Ron Robert Ziele hält das Ding. Da freue ich mich drauf. Sag ich ganz ehrlich, da freue ich mich richtig drauf. So, aber jetzt erstmal die Action angesagt. Wie gesagt, gegen Swansea City, das sah bis jetzt ganz gut aus. Ich glaube, die Ausstellung, die ist ganz gut. Wanyama gegen Xavi. Schön durchgesetzt. Iheanacho! Ja, gute Chance. Mal schön rausgearbeitet, mal durchgesetzt vorne. Mal Zähne gezeigt von Wanyama. Das war auch stark gemacht von Van Dijk. So, Tah mit einem an sich guten Pass auf Sané. Leider kam er nicht wirklich an. Ein bisschen verschlampert, der Ball hier. Ein bisschen verschlampert, ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu weit. Der konnte nicht Ukoma. Aber Sané sehr aktiv da unten. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. So, Ayu. Hat er mal in der Ayu gespielt? So ein bisschen nachgestochert. So war. Er hat noch einen Rahmen hier. Er hat noch einen Rahmel. Aber lässt alles im Rahmel. Oh, Fehlpass. Schön. Iheanacho. Nein. Mamacita. Who wants to be Latino? Latino. Wer es kennt? Schreibt den Songtitel mal in die Kommentare, von wem das ist. Iheanacho. Und Chocks! Classy. Nach dem Schuss. War ein guter Schuss. War ein guter Schuss von Classy. Schön. Schön unberechenbar. Hat keiner mit so wirklich gerechnet, dass der da mal abzieht. Schön von Target. Schön von Target. Das müsste ein Eckball geben. Lieber Schiri, bitte mach das möglich. Kein Eckball, was? Was kam da gerade reingeflattert? Das ist die Dämonen aus The Darkness. So, Munir. Munir. Oh. Da war aber so gewollt. Tatsächlich. Vielleicht hätte ich aber auf der Flach mit Y spielen müssen. Van Dijk. Und Mr. B, Mr. Bartland. B to the bird, B to the bird, B to the bird. Okay, Diekmeyer. Das ist nicht gut. Oh, ich vermisse Jedwai. Was vermisse ich den Jedwai, Alter? Oh, Bartland stark. Wanyama haut sich rein, kriegt den Ball aber nicht. Jojo Shelby, Dyer. Tor. Das ist es halt. Genau das ist unser Problem. Wir haben halt doch wirklich das Pech, dass der Gegner teilweise so krass kombiniert vor unserem Tor. Das ist zu krass. Das geht echt auf keine Kuhhaut im Moment. Ah. Vorne haben wir kein Glück. Unfassbar. Aber in dem Spiel geht was, glaube ich. Wir sind da nicht geschlagen. Alles gut. Ich glaube, in dem Spiel geht was. Aber ein bisschen mehr Genauigkeit vorne. Ich glaube, das würde uns schon ganz gut tun. Sané. Oh, zu spät. Zu spät dran, beziehungsweise passbar. Bisschen zu weit. Stark von Jonathan Tah. Oh, Brettschlag. Kriegen beide einen ab. Bokani auf Nathan Dyer, der Torschütze. Jonjo Shelby, das ist so ein bisschen der Spielmacher da vorne, Ex-Liverpool-Spieler.
Daher rennt uns aus. Das ist meist ein gutes Zeichen von Abwehrarbeit. Wäre ja schön, wenn die mal wieder zurück wäre. Target mit dem Seitenwechsel. Oder auch nicht. Ja. Sag mal, habt ihr unten nichts gesehen? Ansonsten spult bitte nochmal zurück, wie weit ich den Knopf, also ne, wie fest ich den Seitenwechsel gerade eingeleitet habe. Das war krass. Das war richtig krass. So, Rankel. Und Ballgewinn. Ballgewinn wäre jetzt geil. Aber nee. Die hängen da auch zu dritt an einer Ecke da, unsere Spieler. Das kann nichts werden. Da lachen die sich scheckelig. Stark von Munir. Das war schön. Tiedemanns. Ja. So, und unser einziger Stoßstürmer rennt da irgendwo rum. Klasse. Was mir bei der Ausstellung nicht gefällt, da hinten ist keiner, der die Bälle da sogar so ein bisschen abgrabt. Weißt du? Der dann einfach mal sagt, hey, ich stehe da jetzt und hau doch mal einen aus der zweiten Reihe rauf oder so. Ja, Sané ist auch schnell. Och Mann, war schon wieder ein Fehlpass, Alter. Weil es ein Foul ist, ist es wieder ein Fehlpass gewesen. Das kann's doch nicht sein. Komm, bleib dran. Das kannst du da momentan echt keinem anbieten, Alter. So, Chelsea und Everton nehmen sich nachher hoffentlich gegenseitig die Punkte weg. Okay, komm. Bisschen offensiver. Ja. Warum nicht schnell? Ey! Sigurdsson, Alter. Mich verarschen? Stark, Van Dijk. Hier, Nacho. Komm! Ja. Da kommst du endlich mal zum Schuss. Haha. Und dann sowas. Ja, und dann passt er den Ball noch irgendwie auf Mbokani. Dann kommt Jonathan Tah. Sauber. Schön gemacht. Du hast ja noch ein bisschen Platz da vorne. Komm. Jetzt ein bisschen Überraschungsmoment nutzen. Mann! Spiel doch nicht mit links! Wer ist denn bitte so bescheuert? Ayu. Ayu gegen Diekmeier. Du wirst sofort gepfiffen. Das Halten wird sofort gepfiffen. Natürlich. Natürlich, da hat er sofort ein Auge drauf. Das kann er gar nicht leiden. Kurz ausgeführt. Auf Dyer, auf Taylor. Ich kann keinen Spieler avisieren, der da mal hingeht. An sich spielen wir nicht schlecht, aber es ist wieder dieses, der Gegner führt 1-0. Und der Gegner hat eigentlich die bessere, Alter, eigentlich die bessere Ausgangsposition schon wieder. Weil die führen 1-0. Die brauchen nichts mehr machen. Brauchen sich keinen Zacken mehr aus ihrer Krone brechen. Aber wir halt. So, pass auf. Munir. Oh, ein bisschen länger sein können, aber passt. Hier, Nacho kann das. Nächsten Daher kommt mit rein. Willst du mich verarschen? Kommt er mit nach hinten. Hat er wahrscheinlich noch nie gemacht in seiner Karriere. Kriegt einen extra Kakao vom Trainer. Da, mein Junge, hast du dir verdient. Als hätten sie noch nie Fußball gespielt, Alter. Ich hab gerade das Gefühl, ich spiele Ultimate Team, Alter. Ja. Ich habe gerade das Gefühl, ich spiele Ultimate Team. Es ist echt nicht schön. Gerade. Es macht auch keinen Spaß gerade. Es macht einfach keinen Spaß. Deswegen bin ich echt froh, wenn die Scheißsaison vorbei ist. Ganz ehrlich. Und wir den Verein wechseln und einen Neuanfang starten. Ich bin echt froh. So sehr mir der Verein auch im Herzen liegt, aber das ist echt Krampf. Das ist grauenhaft. Was da eben abgeht. Einfach nur grauenhaft. Nicht mal mehr Tiedemanns kriegt man hin. Nicht mal mehr er. Die Hoffnung dieses Vereins. Schau mich nicht, du Mist.
So, Target. Nach vorne. Ja, renn einfach blind nach vorne. Den haben wir eh nicht. Oh doch! Tielemans. Klar. Zwiebelt sie natürlich nach Usbekistan. Klar. Ja, es ist halt... Ja. Ja, es ist halt... Ja, es ist halt, Mann. Es ist abseits, Alter. Was? Ah, gib mir Rot, komm. Gelb für Jonathan Tah. Ja, komm. Nee, Totalangriff noch nicht. Komm doch bitte wieder zurückgelaufen, Alter. Es ist doch nicht dein Scheiß Ernst, Alter. Raus mit dir. Es reicht, Alter. Es reicht wirklich. Komm, Traoré da vorne rein. Und Hasketh da vorne rein. Fuck mich ab da vorne, Alter. Das ist echt... Es ist nicht mehr schön. So, jetzt haben wir Rodriguez drin. Der auch nie wirklich mit Leistung geglänzt hat, aber mal gucken. Vielleicht ist es ja gerade der. Wanyama, ganz stark. Hat das Spiel gerade noch berechnet, ne? Mach ich einen Foul, mach ich keinen Foul? Warte mal, wie steht's denn da vorne? Ja, komm mal, Foul raus. Das war nämlich eigentlich keins. War nicht mal die Hand im Spiel gewesen oder so. Nein, gar nichts. Einmal für uns. Jetzt können wir so langsam anfangen, hinten wieder aufzumachen. Wie? Eoni. Weil wir einmal mehr im Rückstand sind. So. Leroy Sané, den kriegt er nicht. Wie soll er den denn kriegen, Alter? Was ist das denn für... Oh, es tut weh. Es tut richtig weh, seine Mannschaft so auseinanderbrechen zu sehen. Das ist einfach nur richtig bitter. Sowas. Ich drück nach vorne. RBA-Pass. Was macht er? Er haut ihn irgendwo nach unten. Das ist echt mies, Alter. Stark. Von Van Dijk. Da macht er irgendeine Hackenscheiße. Er macht irgendeine Hackenscheiße, Alter. So, Ayu gegen Tah. So. Was macht er denn? Alle wie durch den Wind. Sag ja, als hätten sie noch nie einen Fußball angefasst und wären ihr Leben lang Handballer gewesen. So spielen die alle hier. Jeder. Da ist keine Ausnahme dabei. Spielen alle so scheiße. Rodriguez. Und jetzt! Traoré. Gott, im Himmel ist das bitter. Rodriguez nochmal. Und Van Dijk. Ja. Nichts machen ist die schlechteste aller Varianten, Kollege. Das ist nicht gut. Nichts machen tun wir schon seit einigen Spielen. Das sollten wir vielleicht mal lassen. Ein bisschen die Taktik überdenken, ne? So, 88. Was geht hier noch? Schön. Spielt mal ein bisschen Fußball da. Sauber, Rodriguez. Hey! Ja. Ja. Lass mich da durch. Ja, auf Wiedersehen. Oh. Also es ist wieder ein Spiel, das wir 1-0 verlieren. Es ist wieder ein Spiel, das wir 1-0 verlieren und es ist wieder... Das gibt's doch gar nicht momentan, oder? Das ist doch... Nicht wahr. Nicht wahr.
Plötzlich sind die 4 Minuten noch keine 4 Minuten mehr, sondern vom Gefühl her nur noch eine. Ach, komm, Alter. Oh, ist das ein miese Moment, ey. Das Spiel stellt mich gerade auf eine harte Probe. Wahrscheinlich würde ich das privat für 5-6 Monate nicht mehr anrühren. Mal kurz vor Release von FIFA 17 würde ich dann nochmal sagen, ach komm, ja, zocken wir mal wieder eine Runde. Oh Mann. Komm, wir gucken mal, gegen wen es als nächstes geht. Oh, gegen Derby County, die sind letzter. Vielleicht können die uns jetzt auch 5-0 abziehen. Wir schauen mal. Denen wird schon was einfallen, um uns fertig zu machen. Sechster sind wir. Ja. Komplett Europa verspielt. Unfassbar. Naja, ich würde sagen, wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.